Ja, ich bin mir nicht ganz sicher, was ihr von einer Review zu Minecraft Story Mode erwartet. Ich habe im Vorfeld sehr viel Negatives gelesen und mich folglich auf ein eher mittelmäßiges Erlebnis eingestellt. Jetzt, nach dem Durchspielen, muss ich sagen, dass ein Großteil von diesem Mittelmaß tatsächlich im Spiel steckt, ich es aber trotzdem viel besser fand als gedacht und einige Aussagen, wie die nur 40 Minuten lange erste Episode, falsch sind. Ich versuche jetzt also einfach mal zu erläutern, wie sich die Minecraft-Geschichte im Vergleich zu den besten Serien von Telltale wie Tales from the Borderlands schlägt, auch wenn mit diesem Spiel selbstredend eine ganz andere Zielgruppe angesprochen wird. Wer absolut nichts mit Minecraft anfangen kann, klickt wohl gar nicht erst auf so ein Video, während Leute wie ich, die Minecraft als Spiel mittlerweile langweilig finden, die Optik aber nach wie vor ertragen können, wohl auch mitunter aus reiner Neugier ein weiteres Serienspiel mit Dialogen, Quicktime-Events und Entscheidungsfreiheit erleben dürfen. Und dann gibt es natürlich noch das jüngere Publikum, welches mit Minecraft meist mehr verbindet. Die Frage, inwieweit der Telltale-typische Genre-Mix dann auch für die anvisierte Zielgruppe etwas taugt, überlasse ich den Leuten, die sowas fundierter beantworten können. Zumindest bisher hatten sich die Telltale-Serien eher mit erwachsenen Themen in einem erwachsenen Publikum etablieren können, was wohl auch großen Einfluss auf die Handlung in Story-Mode genommen hat. Warum man sich aber nach wie vor für diesen blöden Namen entschieden hat, weiß ich jetzt auch nicht. Zu Spielbeginn darf man sich erstmal entscheiden, ob man einen männlichen oder weiblichen Protagonisten haben möchte, jeweils in drei Varianten. Beide Geschlechter wurden für alle Episoden vollständig vertont, um aber nicht noch unterschiedliche Texte für die anderen Charaktere aufnehmen zu müssen, hat man sich mit Jesse für einen Namen entschieden, der für beide passt. That's easy, I'll take the little tiny little zombies. 100 of them, crawling all over you with their tiny hands. All I need is like a shovel. I'm telling you, way too easy. That's easy. I'll take the little tiny little zombies. 100 of them, crawling all over you with their tiny hands. All I need is like a shovel. I'm telling you, way too easy. Die englischen Sprecher spielen ihre Rollen wirklich gut und es gibt hier sehr viel Prominenz. Unter anderem haben Dave Fennoy, der in Telltale's The Walking Dead den Hauptcharakter Lee Everett verkörperte, und Ashley Johnson, die jeder sofort erkennt, der The Last of Us auf Englisch gespielt hat, auch hier wieder einen ausgezeichneten Job gemacht. Given your personality, your life experience and everything else you've done to make it to this moment, yes. Einen weniger guten Job hat dafür das Lokalisierungsteam oder eher der eine Lokalisierer gemacht. Die deutschen Untertitel sind zum einen oft schlecht und inkorrekt und zum anderen immer aus der weiblichen Sicht geschrieben. So kann man auch als männlicher Jesse sagen, man ist die Königin von Boomtown geworden. Das ist natürlich besonders toll, bedenkt man, an wen sich das Spiel richtet. Once again, it falls to me to take care of everything. I'll find this super TNT myself. Der Minecraft Story Mode dreht sich um die drei Freunde Jesse, Axel und Olivia. Die wollten eigentlich nur den großen Bauwettbewerb auf der EnderCon gewinnen, um nicht wieder die Verlierer zu sein, die sie sonst immer sind. Durch gewisse Ereignisse, die einen Schädel, den unwiderstehlichen Drang nach Loot und mindestens 37 Hühner beinhalten, taucht ein gigantisches Blockmonster auf, das immer weiter wächst und droht, die Welt zu vernichten. Es gilt also, die alten Helden vom Orden des Steins, die vor langer Zeit den Enderdrachen zerschmetterten, wieder zu versammeln und den Kampf gegen einen übermächtigen Feind aufzunehmen. Diese Reise führt die Gruppe an die entlegensten Orte der Welt und bekannte Umgebungen wie den Nether. Die Ereignisse werden also durch unliebsame Konfrontation mit den coolen Kids in Gang gesetzt, damit später die Apokalypse ins Haus steht und neben den Gags ein allgemein ernsterer Ton angenommen wird. Was durchaus vielversprechend beginnt, kriegt leider die meiste Zeit den Arsch nicht hoch und bleibt oft zu seicht. Verglichen mit den von der Community ausgearbeiteten Geschichten im Minecraft-Universum fehlt dieser Story, bis auf wenige gute Elemente, das gewisse Etwas. Es gibt einige Highlights, Jessys treuer Freund Ruben wäre da zum Beispiel eins, aber verglichen mit den Standards, gegen die Story Mode bestehen musste, ist hier spürbar weniger Produktionsaufwand aufgebracht worden. Die Handlung ist als Fortführung der Ereignisse nach dem Enderdrachen durchaus solide und wird durch die Sprecher aufgewertet, wird aber bei ohnehin schon wenig Inhalt stellenweise unschön gestreckt. Alte Stärken finden wiederum ihren Weg zurück. Der Soundtrack ist erneut toll, wie ich es mittlerweile von Telltale gewohnt bin, und auch den Humor, der sich zu einem gesunden Teil, aber nicht vollständig auf Minecraft stützt, mochte ich dann doch sehr. The old silent treatment, huh? All right, I'll look. After I watch one more chicken get owned,
Stupid wooden swords. A cobblestone generator. Amazing! Lava and water. Placed exactly far enough that when they collide, it creates cobblestone. Genius! Spielerisch hat sich auch mit dieser Serie am Telltale-Prinzip so gut wie nichts geändert. Allen voran stehen wenige Adventure-Inhalte, die in kleineren Arealen stattfinden. Wir plaudern mit unseren Begleitern und lösen kleine Rätsel, die so unverschämt einfach sind, dass man sie eigentlich gar nicht so nennen kann. Aufgrund der Minecraft-Thematik gibt es einige abgewandelte Mechaniken der Vorlage auch hier. Crafting kommt immer wieder mal vor, was aber immer offensichtliche Gegenstände verlangt und nicht auf eigenem Einfallsreichtum basiert. Hier geht es nicht um freie Problemlösung, sondern darum, ein Rezept, das man sich vorher ansehen kann, denn kaum jemand kennt alle Minecraft-Rezepte auswendig, zu wiederholen. Die weniger ernst gemeinten Nuancen, wie das Bauen im Zeitraffer durch Hämmern einer Taste, was mir optisch sehr gefallen hat, sowie Anspielungen an Aushängeschilder, wie im Sprung einen Block unter sich platzieren und böse Griefer, die mit TNT um sich werfen, tragen da schon mehr zum Spiel bei, weil sie keine halbherzigen Adaptionen sind. Obendrauf kommt das gewohnte Telltale-Zeug in teilweise neuer Verpackung. QTEs, bei denen man schnell eine Richtungstaste drücken oder QQQQE hämmern muss, fehlen natürlich nicht. Dazu gesellen sich in Anführungszeichen neue Ideen wie ein Kampfminispiel gegen mehrere Gegner gleichzeitig, die den Braten aber auch nicht fett machen. Schlimmer noch, Story Mode erbt sogar die nach wie vor nicht ausgemerzten Probleme, mit denen schon das erste The Walking Dead zu kämpfen hatte. Grafikglitches wie hier in Ivors Bart, kleinere Bugs wie in dieser Szene, die in der vorherigen QTE-Sequenz eingefrorene Kamera und Dialoge, die allzu früh abbrechen. There's something I'd like to discuss with you in private, Jesse. But let's split up. Darüber hinaus konnte ich mir die Statistiken nach jeder Episode, in denen die Entscheidungen aller Spieler aufgelistet werden, nicht ansehen. Ich sollte zwar am Ende immer die neuesten Auswahlmöglichkeiten herunterladen, das hat aber über mehrere Tage hinweg und nach jeder Episode nicht funktioniert und irgendwann habe ich es dann auch nicht mehr probiert. Und so endet das Spiel nach Episode 4 recht gut und für alle Spieler gleich. Die fünfte und letzte Episode ist eine Einleitung für den angekündigten DLC mit 3 neuen Episoden. Wie da der Umfang ausfällt, wann sie erscheinen und was sie kosten sollen, ist noch nicht raus. Zusammengefasst ist Minecraft Story Mode das bisher schwächste moderne Telltale-Adventure. Die Handlung weiß selten zu begeistern, der Spielablauf wird kaum bis gar nicht mit neuen Ansätzen aufgefrischt, die technischen Probleme sind immer noch nicht ausgemerzt und mit 7 bis 8 Stunden ist es dann auch noch kürzer als gewöhnlich. Mehr war aber auch nie vom Spiel beabsichtigt. Es sollte eine ausreichend lange Minecraft-Erfahrung mit möglichst wenig Aufwand für die Kleinen werden. Und das haben sie auch geschafft. Für Minecraft-Fans ist das Spiel durchaus empfehlenswert und selbst Spieler, die wie ich gerade einfach nichts Besseres zu tun haben, können hier mit nicht allzu hohen Erwartungen auf ihre Kosten kommen. Alle anderen machen jedoch lieber weiterhin einen großen Bogen um Story Mode und versuchen es lieber mit den bewährten Marken von Telltale, sollten sie sich für diese Art von Spielen interessieren.